Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Eröffnung vom Geister-Kickboarder Skatepark hier in Wetzikon. Also mein Name ist Jörg Forrer, aber ich bin hier nicht alleine in diesem Skatepark. Ich hatte ganz, ganz viele Leute, die mitgeholfen haben. Und was interessant ist, keinen einzigen habe ich persönlich angefragt. Entweder haben sie sich über die Webseite ein Formular gemeldet, um mithelfen, oder es ist dann unter ihnen selber weitergegangen. Ja, wir waren etwa ein gutes halbes Jahr dran. Jetzt haben wir das erste Mal den Raum anschauen und dann mit den Jungen angefangen haben zu planen. Und dann den Boden reingemacht und dann ist es losgegangen mit dem ganzen Streetpark. Jetzt endlich hat der Geister-Kickboarder seinen eigenen Skatepark, nämlich den Geister-Kickboarder Skatepark. Ich finde es einfach mega gut, dass man für die Jungen und für die Kinder etwas haben, wo sie sinnvolle Freizeit verbringen können, wo sie auch austoben können, Tricks ausprobieren, mal umgehen, ein bisschen Schmerzen spüren, zu Abend gemütlich sein. Der Geister-Kickboarder Skatepark hat seinen Namen von der gleichnamigen Buchserie «Der Geister-Kickboarder». Da gibt es jetzt 6 Bände und von dort kommt der Name. Wir haben auch ganz viele Firmen, die uns unterstützt haben. Zum Beispiel eine Firma hat uns Leute zur Verfügung gestellt, die Tag zu Tag geschafft haben. Andere haben Sachen für uns hergestellt oder uns sonst finanziell unterstützt. Auch allen Firmen und Sponsoren ganz herzlichen Dank, dass sie mitgeholfen haben, den Park zu verwirklichen. Es bereichert das vielfältige Sportangebot, jetzt hier vor allem für Kinder und Jugendliche. Ich denke, es ist ganz toll, dass es einen weiteren Begegnungsort gibt für die Jungen, für Kinder und Jugendliche. Und auch ganz toll ist natürlich, dass es jeden Tag offen hat. Jetzt haben wir hier aufgrund von einer privaten Initiative einen Indoor-Skatepark, was ich persönlich natürlich super finde für Wetzikon. Ist eine ganz schöne Sache und als Jugendvorstand muss ich sagen, bin ich doppelt froh, weil es ist auch wieder ein Platz oder ein Plätzchen, wo Kinder und Jugendliche sich treffen können. Man trifft Leute dort, junge Leute, man kann sich betätigen, sportlich, mal zusammensitzen, etwas trinken. Ja, also es ist auch wirklich lustig, wir haben vor 10 Jahren sind wir beim James Bond, bei dem Macher von James Bond in England, beim Vic Armstrong und haben ihm eigentlich ganz viele Ideen gegeben von so einem speziellen James Bond Kickboard. Es war so, dass ich mit meinem Sohn immer im Kickboard war. Und dann ist es zugegangen. Und irgendwann habe ich gelesen im Regio, dass der Jörg einen neuen Standort sucht und dass er eventuell etwas in Wetzikon hat. Und dann habe ich gesehen, da gibt es vielleicht gewisse Synergien. Weil Geister-Kickboarder von Wetzikon beschützt Wetzikon und dann bin ich froh, wenn ich irgendwo trainieren kann. Das hat sich ja auch entwickelt, das Ganze. Ich war ja im Bau, im Umbau von dem Ganzen. Und da bin ich per Zufall mal über den Herrn Forrer gestolpert, weil er etwas gesucht hat. Wir sind einmal hier im Erdschuss gestanden, wo kein Boden drin, der Stock war noch nicht existent. Aber er hat an das Projekt geglaubt. Und ich musste sagen, es ist etwas Gutes. Weil was ist wichtiger als unsere Jugend am Ende? Das ist unsere Zukunft. Ja, es ist eigentlich eine wahre Geschichte. Das hat angefangen 1997. Da war ich wirklich zu faul zum Laufen. Und zwar für meine Bratwurst im Sternengrill. Und habe dann gefunden, es müsste schneller gehen. Wie kann es schneller gehen? Ich war auch zu faul, zum Velo zum Keller rausholen. Und für das Auto war die Distanz zu kurz. Das war eine Mikrodistanz. Und so habe ich so ein Trottinett-Pasta bei kleinen Inlandskate-Rädchen. Und das war höllisch. Ich war 3 bis 4 Mal schneller. Und so ist das eigentlich entstanden. Warum man auch so einen Jugendbetrieb hier reingenommen hat, das war natürlich auch, wie es gepasst hat. Wir haben ja nebendran haben wir Kampfsportschule mit dem IMAX, wo auch sehr viele Jugendliche, sehr viele Kinder haben. Und so passt alles ein bisschen zusammen. Vor über 100 Jahren, die Schriftrolle, die das Baumbaderrezept drauf steht, ist samt Tresor gestohlen worden. Kurz ist es. Aber ich mache so manchmal Teig, ich habe gewusst, wie das Rezept geht. Alles auswendig. Ja, im Band 1 hat der Geister-Kickboarder einen Fall gelöst für eine Bank. Und diese Bank hat ihm nachher einen Finderlohn gegeben.
Und das war 1 Million Franken, aber der Geistige wurde prinzipiell nie etwas annehmen von Wert und hat das dann der Stadt gespendet mit der Auflage, dass man für die Kinder einen Skatepark baut. Und jetzt ist das irgendwie so Wirklichkeit geworden und das hat mich besonders gefreut. Haben Sie jetzt einen Weg gefunden mit der Schülerkarte? Alle einzigen Kinder und Jugendliche, die eine Schülerkarte von der Schule haben, die können da zu einem vergünstigten Preis sein. Und wir können dann quasi die Differenz begleichen. Der Geisterkickball, Skatepark, ein grosser Moment. Sicher auch für Wetzigen, für die Jugend. An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die hier mitgeschafft haben. Ein herzliches Danke an alle, die das Projekt unterstützt haben. Monateweise ist geschaffen worden, jetzt der grosse Moment. Wir übergeben den Geisterkickboarder Skatepark der Menschheit. Bitte schön, durchschneiden, jetzt! Was weißt du über den Geisterkickboarder? Also, der Papi hat jetzt Bücher mitgenommen und ich habe CD gehört und ja, ich kann jetzt auch anfangen zu lesen. Kennst du den Geisterkickboarder persönlich? Nein, das ist einer aus dem Buch. Es ist ein Buch, eine Serie von Stefan Beiker. Er hat hier am Bub müssen eine gute Nachtgeschichte erzählen und dann hat er die Figur erfunden. Und mittlerweile sind schon 6 Bücher draussen. Wie sicher glauben Sie, ist der Skateboard? Also wenn ich das anschaue, würde ich sagen, ist sicher genug. Also klar, können wir natürlich die nötigen Schütze anlegen, Helme. Das ist sicher, solange die Regeln eingehalten werden und auch die Helme angelegt werden und die Jugendlichen und Kinder aufeinander Rücksicht nehmen, dass sie schauen, wer gerade am Fahren ist. Wärst du bereit, dem Skatepark unter die Arme zu greifen, innerhalb von mit Mitarbeit oder mit finanziellen Mitteln? Mit finanziellen Mitteln sicher. Also mein Mann hat beim Bauen mal kurz geholfen und meine 3 Jungs haben die ganze Zeit geholfen. Also wir sind schon involviert. Wir sind gestern das erste Mal da gewesen und es gefällt mir richtig gut. Das heisst, wir werden in Zukunft immer wieder hierher kommen. Ja. Meine Kinder sind jetzt schon immer regelmässig da gewesen, weil sie schon beim Aufbau geholfen haben und sie werden nachher auch immer regelmässig da sein. Ja. Ich habe etwa 8 Paar Inline-Skates, würde ich schätzen. Genau. Es sind natürlich verschiedene, also Freestyle-Skates, Fitness-Skates und Urban-Skates. Wie viele Stunden oder Kilometer pro Tag fährst du? Ich fahre etwa 3 Stunden immer am Mittwoch, also einmal in der Woche. Welches ist deine Lieblingsrampe? Die Mini-Ramp, also die Mini-Ramp, wo gerade das Bein dran ist. Das wäre das coolste Element hier. Was mir jetzt sehr gut gefällt, ist einfach die Vielfältigkeit von dem Park. Mit ein bisschen Rampen, Schanzen, ich glaube, das ist das, was die Jugend da will. Ja. Ihr seid da, weil ihr ein Teil sind von diesem Skatepark. Ihr habt einen Teil von eurem Herz da drinnen.